So, dann machen wir weiter an der Stelle. Ich habe mal eine ganz, ganz kleine Pause gemacht. Ist jetzt aber auch nichts weiter passiert oder so. Dann können wir gleich mal das Auto hier übernehmen. Gefällt mir. Dankeschön. So, ja, nee, war ja ziemlich spektakulär gewesen hier, diese Beschützaktion da oder Befreiungsaktion der Familie von Michael gerade. Und ich glaube, das wird noch lange nicht vorbei sein. Da wird sich jetzt wahrscheinlich erstmal drum gekümmert. Ich guck mal ganz kurz Karte. Richtung Stripclub. Stripclub ist hier irgendwas. Wo ich immer erst hier dachte, bei dem Schuh, dass das ein Schuhladen ist. Aber weit gefehlt. Ja, dann machen wir erstmal in die Richtung. Weil ich könnte mir ja vorstellen, dass man da jetzt vielleicht mal irgendwas, seine Buddies hier zusammenholt und dann mal ein bisschen gegen den, wie war es nochmal, der Dave oder so. Devin, Dave, irgend sowas in der Richtung. Dass wir erstmal gegen den Typen da vorgehen, weil das geht ja gar nicht. So, Amanda ruft uns an, dann gehen wir mal ran hier. Michael, did you find them? Who? The person who sent the mercenaries to our house. I'm working on it. Are we safe? You said we would be safe. He's not gonna try that again. I'm on top of this, Amanda. Trust me. Really? You're sure? I'm positive. Look, I love you, baby. I'm gonna take care of this. Ja, ja, der Michael wird das in Ordnung bringen. Also wie gesagt, ne, ich kann mir vorstellen, da wird jetzt hier schön alle zusammengetrommelt und dann gibt's gute Action bestimmt. Ja, aber es ist letztendlich jetzt irgendwie das eingetreten, wovor Amanda und die Familie immer Angst hatte, nämlich dass Michaels Taten und sein Job sozusagen, seine kriminelle Vergangenheit irgendwie die Familie wieder einholt. Und das ist ja letztendlich jetzt passiert. Aber egal, da ist irgendwie ein blauer Punkt, da mache ich mal eben hin. Okay. Eieiei, scheiße. Das sieht nicht gut aus. Was sollen wir jetzt? Ich mach mal hin. Er kommt nicht mehr raus, wie sie aussieht. Okay, hier ist. Wartet mal, hier ist so eine Raube. Eine Raube, eine Raube. Na, dann probieren wir mal, den irgendwie zu befreien hier. Das Ding fährt leider nicht schneller. Wir müssen bestimmt die Dinger hier irgendwie wegmachen. So. Raus mit dir. Alter. So. Haben wir ihn erfolgreich befreit. Ah, wir sind schon nett. Wir sind schon nett. Michael ist schon netter. Achtung, speichern. Ja, gerne können wir machen. Tja. Gut. Schön. Ja, dürfen wir mal eine Runde Raube fahren. Machen wir mal weiter hier. Ich glaube, jetzt in der Raube sind wir ja schon mal gefahren mit dem Franklin. In dieser einen übelst epischen Mission da bei dem Banküberfall. Ist bislang so meine Lieblingsmission gewesen vom Coup her jetzt. Also weil ich es einfach super krass fand mit der Cutscene da, wo die plötzlich mit den Anzügen und mit den Gatlins da raus sind. Das war wirklich super gewesen. Umso mehr bin ich ja gespannt, was da jetzt noch so kommt. So, 400 Meter noch, also nicht mehr weit. Mit dem Auto sind wir ja wirklich flink unterwegs hier. Solange ich hier keinen Unfall baue. Aber ich gebe mir Mühe. Ricky ruft an, das ist ja die Life Invader Typ hier, der Nerd. Komm ran. Ricky from Life Invader. Bro, I know you'll find this hard to believe, but it's kind of difficult for someone with a middling GPA and bad references to get a job in this climate. You gotta help me. Hey, if there's something, I'll call you. That's all I can say. Good luck out there. Joa, wenn wir mal wieder einen Coup haben, vielleicht kann man ja mitnehmen, mal schauen. Ich weiß gar nicht, wie gut er war. War der gut gewesen? Werden wir ja sehen. Gehen wir erstmal jetzt hier in den Stripclub rein. Und schauen wir mal. Mal sehen, ob immer noch hier da von Trevor, der eine Kumpel da, ich weiß gerade nicht, wie er heißt, mit den Stripperinnen da Spaß hat. Weil dann sitzt er nämlich schon jetzt ein paar Wochen da rum. Gucken mal. Tatsächlich. Ja. Ja. Aber wie gesagt, er macht das jetzt schon ziemlich lange, so irgendwann. So, na gut, dann gehen wir mal. Jetzt läuft ungefähr passend die Richtung. Ich kann nicht schnell rennen. Geht nicht. Na gut. Also, weil ich schleiche gerade? Nö, geht kein schnell rennen. Keine Ahnung warum. Wir können nochmal ganz kurz hier die Aussicht genießen. Von oben. Ja, Michael, ne? Ist nichts für dich. Na gut, dann geh mal wieder rein. Hey. Sorry, I'm late. Oh, we were just talking about you.
Well, don't worry. Another few hours, you never have to talk about me again, Trevor. You're the one who likes to talk. Watch your back, you two. That's all I'm saying. Fuck you. Fuck you! All right, excuse all right, me! All right, enough! You're... Enough! Thank you. Okay, this is it. Well, we have two options. They're both a little, out there. But then again, what do you expect? Okay, option one. We hijack their armored cars. We take the crews hostage, and then we infiltrate the depository. Now, once you're in there and you've got the score, we send in a team of modded cars. You load up, you get out. And we'll need to infiltrate the transportation grid and manipulate it to aid our escape. But option two, we cause a distraction out front, make them think we're dumb. Well, we've never had a problem convincing people of that, have we? The other guys will be drilling, taking what they can. You're gonna be the distraction. Always the attention seeker. You know, for a guy who's always stepping on his friends to get ahead, he has an unfortunately low sense of self-worth. Okay, let me show you the board. To recap, these are our options. We try to make them give us the gold, or we drill a big old hole in the side of the bank and we take it out. If you're drilling a big old hole, you'll need a big old drill, a tunnel bore machine. I'll locate it, but you have to steal it and store it near the bank. They're excavating a new part of the metro network around there, so that's where you'll go in. We'll need choppers for the getaway, too. Trevor has one we can use, the other can be bought. The guys on the ground will need a getaway car, so get something fast and tough, and modify it as much as you can to increase your chances of getting away from the cops. It's going to be stored in a parking garage near the UD. There's going to be a lot of heat, so think about that. I'm forgetting something. That's it. We'll need a train to land the gold on and take it to the warehouse. You'll have to steal it. Again, I'll send you the details. Now, if you're interested in the more, subtle approach, hijacking the armored cars and so on, you've got to get some police stingers. Only cops are licensed to have them, so that's a headache of its own. What else? You'll need to get a hold of and mod some getaway cars. Normal suspension's gonna give out under a couple of tons of gold. Whoa, man, a couple of tons? 4 tons in total. That's what I can get the system to divert into the cage we're hitting. Fuck me! Okay, last thing. You remember that underpass we saw from the helicopter? Well, that's where I'll set up the smoke and mirrors to get the cops off your scent. I've heard that before. Michael, subtle or obvious, what's it going to be? Ich würde ja sagen, wir machen brachial. Ich habe mehr Lust auf brachial. Ich habe Bock auf brachial. Mach mal. Alright. We're going through the wall, so we'll just need a skeleton crew. Okay, two gunmen and two drivers. The first driver will pilot one of the choppers getting you out of there. Half the gold will be in that chopper. So these better be some safe effing hands. And the second driver's in charge of the train. I don't think we need to hire someone very expensive for this. The suspense is killing me. Okay, aber wir haben ja nur zwei zur Auswahl, so wie es aussieht. Dann würde ich den ersten natürlich den besseren nehmen. Wie auch empfohlen hat. Und den nehmen wir als zweiten. Ich hoffe, das haut dann so hin in der Reihenfolge. Ah, okay. This one's new blood. I've seen him drive, but I haven't seen him under pressure. Gunman 1 is with Franklin, burrowing in and pulling out the gold. Gunman 2 hits the bank lobby with you and makes it look like you're a couple of idiots trying your luck. Ja, da würde ich einen Chefkoch nehmen und den wahrscheinlich noch. Gibt mir dann zwar nicht ganz so viel Geld, aber... Nee, das würde mir besser gefallen. So. This is the big one. Is there anything you want to go over? Nö, passt so. Können wir gerne so durchziehen. Finde ich krass, dass es jetzt schon losgeht mit dem das große Ding, aber gerne. Great. Alright, we get the tunnel bore machine and we're good to go. Fucking glory seeker. Oh, you got any better ideas? Obviously not, otherwise you would already killed me and done the gig yourself. I mean, what kind of vain asshole decides that the best way to rob the largest holding bank on the West Coast is for him, and him personally,
to come out the front door. The kind of vain asshole who's stuck working with you, you douchebag. Okay, all right, ladies. We gotta move. Come on. Man, can we fucking do this? I'll show you what you need. Tja. Gut, da bin ich immer gespannt. Es wird natürlich wieder einiges an Vorbereitung kosten. Aber ich denke, das Zeitinvestment soll sich da auf jeden Fall lohnen. 4 Tonnen Gold, das ist einiges. Das kriegt man nicht so einfach ins Portemonnaie rein. Gut. Oh, ja, gehen wir erstmal wieder raus hier. Ach ja. Trace? Daddy, are you okay? Yeah, sure. Why not? Because some guys came to our house with automatic weapons, maybe? I'm dealing with that, honey. You don't need to worry. Money doesn't matter when you're dead, Daddy. Ja, das ist richtig, Tracy. So, Karte, gucken wir mal. Aber wahrscheinlich müssen wir erstmal wieder kurz warten. Wir könnten natürlich auch mal Immobilien schauen, ob wir da irgendwann mal was holen können. Autoschrottplatz. Smoke on the Water haben wir schon. Tequila Lads, 1 Million Dollar haben wir leider nicht. Pitchers. Haben wir leider auch nicht genug Geld. Der Henhouse, 80.000, ist aber übelst weit weg. Die können wir uns auch holen. Hookie ist auch übelst weit weg. Das könnten wir uns vielleicht holen. Ist das nicht ja das Taxi-Ding? Aber vielleicht sollten wir erstmal noch warten, weil war nicht irgendwie auch die Rede gewesen von dem Hubschrauber kaufen. Müssen wir erstmal abwarten. Da warte ich lieber erstmal und gucke jetzt, wie es weitergeht. Schauen wir mal. Müsste jetzt eigentlich gleich was reinkommen, denke ich. Denke ich. Ne? Ist aber schon ein geiles Auto. Gefällt mir. Jetzt hier, Jimmy ruft an, okay. It's just an online persona. It was satire or parody or something. I didn't mean it. Jim, you're taking me up Bantam Canyon in this charcoal-colored Landstalker to punish me for trolling you? If only someone would save me. Jimmy helfen. Ja, machen wir's mal. Stall him, kid. I'll be there soon. You know, you really are funny and interesting guys. I mean, any attention is good attention, right? So, rette Jimmy. Okay, dann machen wir das mal schnell. 4 Kilometer so entfernt. Müssen wir mittig hier durch wahrscheinlich, ne? Nee, halt scheiße. Kann ich nicht einfach jetzt hier links abbiegen? Okay, na dann. Fahr ich nochmal zurück hier. Moment. So. Das hat gar keine Musik, oder? Oh, Channel X. Los geht's jetzt hier. Ja, ich meine, wir helfen ja gerne unserer Familie. Es wird wirklich nie langweilig. Leben wird so nie langweilig. Ach, 3 Kilometer noch. Nummer an der Jimmy. Hey, eyes front, okay? There's no reason at all to be suspicious of anyone behind us. And if there was, he would just be there to warn you. He would definitely not kill you. Definitely would not kill you. Shut up, troll. You gave up your right to free speech when you insulted a celebrity on the internet. It was a couple of comments, some colorful language. It was harassment. You're the comedy writer. Deal with the heckle. I blocked you. You started another account. I blocked you again. You started another. But what you didn't count on is me having the money and the resources to trace your IP. I count on you having better things to do. Well, I don't. I'm a lonely man, and social media is my life. It's given me the recognition I've been denied my whole life. I can make snarky comments and glib pronouncements and lap up the adulation, banishing any form of dissent. I'm a king and leader. Is my kingdom. Okay, that's pretty sad. Don't lose sleep over it. When I'm done, the only bleeding you'll be doing is actual, like, bleeding, because then you'll be in pain.
me! Ow. Ja, und ihr sagt zu mir, ich hätte eine komische Lache. So, wir dürfen den nämlich nicht töten. That's my dad, you a-hole. Alter. Oh, he's gonna fuck you up properly. Oh. Oh, really? How big's this hurt, huh? Das ist nicht so gut, oder? Mein Jimmy ist ja auch noch drin, ne? Don't matter when you're a total da komm ich jetzt gar nicht runter. Psycho, you dick. Daddy's boy. Read the tattoo, kid. Weil wir ihn noch weiter quatschen. Entitled, because I am. Wartet mal, jetzt muss man ja aussteigen. Ja, das ist jetzt aber ungünstig hier. Ja, ich komme ja schon, ich komme ja schon. Ganz vorsichtig. Ja, so viel zum Thema vorsichtig. So, aber hier müssen wir doch eigentlich halbwegs safe runterkommen, oder? So. Und nicht wegfahren. Ja. So. Bring Jimmy nach Hause. Na, großartig. Ich weiß nicht, ob das so geplant war. Das war ja nicht gescriptet gewesen oder so. Aber es hat ja funktioniert. Yeah, he's gone.